Hallo und herzlich willkommen beim Weber Workshop. Heute nehmen wir euch mit in die Weihnachtszeit und basteln Weihnachtsschmuck aus Bastelbeton. Vom Schwierigkeitsgrad liegen wir hierbei leicht und haben die Grundmasse bereits nach 10 Minuten fertig. Was benötigen wir für unsere Weihnachtsdekoration? Als erstes 1 Kilogramm Weber Bastelbeton, eine große Schüssel zum Anrühren, eine kleine Schüssel zum Portionieren des Bastelbetons, einen Spachtel, einen Messbecher mit ca. 280 ml Wasser, Silikonformen, da könnt ihr euch bereits fertige kaufen oder selbst welche bauen, einen Akkuschrauber mit Mixeraufsatz oder alternativ einen Schneebesen oder einen Handmixer aus der Küche, eine Schere und Strohhalme. Zuallererst füllen wir das Wasser in die große Schüssel. Dann kommt der Weber Bastelbeton hinzu. Um eine große Staubwolke zu vermeiden, geben wir den Bastelbeton mit dem Spachtel portionsweise hinzu. Den Beton verrühren wir so lange, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind und wir eine schöne, fließfähige Masse erhalten. Und schon sind wir mit der Grundmasse fertig. Anschließend füllen wir den flüssigen Beton in die Silikonformen. Um die Masse gleichmäßig zu verteilen und Luftbläschen zu vermeiden, klopfen wir an den Ecken der Silikonform. Nun nehmen wir die Strohhalme, schneiden diese mit der Schere in kleine Stücke und stecken sie an den oberen Rand der noch flüssigen Formen aus Bastelbeton. Die Trocknungszeit beträgt ca. 3 Stunden. Wenn die Oberfläche hart ist, können die Figuren vorsichtig aus den Formen gelöst werden. Die kleinen Strohhalmstücke werden nach dem Trocknen entfernt und wir erhalten ein kleines Löchlein, um hier einen Bändel zum Aufhängen zu befestigen. Gegebenenfalls löst ihr überstehendes Material einfach ab, um eine perfekte Figur zu erhalten. Nun können wir uns ans Lackieren machen. Hier benötigen wir Sprühfarben und Dekorfarben. Zuerst legen wir eine Unterlage unter die Formen und besprühen diese mit der Sprühfarbe. Nun färben wir den Weihnachtsschmuck mit den Dekorfarben und lassen sie ein paar Minuten trocknen. Und schon haben wir eine individuelle Weihnachtsdekoration in Farben und Formen nach Wunsch.